damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen.
selbstverständlich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Halt! Keinen Schritt weiter! Ihr habt unseren Tempel entweiht. Ihr habt das Blut der Gläubigen vergossen und unsere Jungen umgebracht. Genug! Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Was führt euch hierher? Zu den Waffen, Brüder! Andraste wird uns den Sieg schenken! Selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst?
Ich heiße euch willkommen, Pilger. Ich bin der Wächter und beschütze die Urne der heiligen Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Ihr seid der Erste seit einer langen Zeit. Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist. Meine Pflicht bereitet mir durchaus Freude. Nein, unsere Andraste weilt an der Seite des Erbauers. Sie kommt nicht zurück. Der Drache ist eine furchteinflößende Kreatur, den sie als Alternative zum Erbauer und Andraste akzeptiert haben, die beide nicht hier sind. Wahre Frömmigkeit strebt nicht nach großen Machtdemonstrationen. Ihr seid gekommen, Andraste zu ehren. Und das sollt ihr auch, wenn ihr euch als würdig erweist. Dennoch müsst ihr euch als würdig erweisen. Ich entscheide nicht, ob ihr würdig seid. Das zeigt der Spießrutenlauf. Falls ihr würdig seid, dürft ihr die Urne sehen und ein wenig Asche für euch selbst mitnehmen. Falls nicht, muss ich euch noch etwas fragen. Ich sehe, dass euer Weg bis hierher alles andere als leicht war. Es gibt viel Leid in eurer Vergangenheit. Euer eigenes und das von anderen. Ihr erhobt euch über eure Kaste und wurdet ein grauer Wächter. Habt aber eure Familie zurückgelassen, die sich auf euch verlassen hatte. Sagt mir, Pilgerin, habt ihr sie im Stich gelassen? Dann brütet ihr also nicht über vergangenen Fehlern. Weder über euren noch denen anderer. Hinterher können andere immer leicht ein Urteil fällen, aber das macht es kein Stück besser. Was ist wohl der Zweck dieses Wächters? Achtet auf seine Fallen. Oh gut, ich dachte schon, ihr würdet anfangen zu heulen und eure Gefühle mit uns teilen. Und was ist mit euren Gefährten? Alistair, Ritter und Wächter. Ihr fragt euch, ob alles anders gekommen wäre, hättet ihr auf dem Schlachtfeld an Duncans Seite gekämpft. Ihr hättet den tödlichen Streich vielleicht abwenden können. Ihr fragt euch doch, ob nicht besser ihr gestorben wärt, nicht wahr? Ich, er. Wäre Duncan statt meiner gerettet worden, wäre alles besser. Hätte ich nur die Gelegenheit dazu gehabt. Und der Elf aus Antiva. Bin ich jetzt dran? Hurra! Wie aufregend. Viele sind durch eure Hand gestorben. Gibt es jemanden, bei dem ihr das mehr bereut als bei einer Frau namens... Woher wisst ihr das? Ich weiß vieles. Dieses Wissen ist mir gestattet. Die Frage steht im Raum. Bereut ihr es? Ja. Die Antwort lautet ja, wenn ihr es wissen müsst. Ich bereue es. Und jetzt weiter. Und ihr, Morrigan, Flemeth Tochter, was?
Hinfort, Geist. Ich nehme an eurem Spiel nicht teil. Ich respektiere euren Wunsch. Der Weg ist offen. Viel Glück möget ihr finden, was ihr sucht. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht... Echos aus einer Schattenwelt flüstern, was noch nicht geschehen. Des Gedankens seltsame Schwester lebt in der Nacht, wird fortgespült vom Licht der Dämmerung. Wovon spreche ich? Ein Traum kam über mich, als meine Tochter nah an meinem Herzen schlief. Er erzählte von ihrem Leben, ihrem Verrat und ihrem Tod. Ich bin Trauer und Reue, eine Mutter, die bittere Tränen für eine Tochter vergießt, die sie nicht retten konnte. Der kleinste Vogel kann es mit sich tragen, der stärkste Mann jedoch nicht unbedingt. Wovon spreche ich? Ja... Ich war als Kind Andrastes beste Freundin und wir sangen immer zusammen. Sie liebte die Schönheit des Lebens und wer sie hörte, war glücklich. Es heißt, den Erbauer selbst hätte Andrastes Lied bewegt. Und ab dann sang sie nicht länger von einfachen Dingen. Wo ich weder Gast noch Eindringling bin, wo ich hingehöre und es mir auch gehört. Wovon spreche ich? Ich träumte davon, meinem Volk eine eigene Heimat zu geben, in der wir unsere eigenen Herren gewesen wären. Meines Feindes Feind ist mein Freund, und so folgten wir Andraste gegen das Reich. Aber sie wurde verraten, und wir mit ihr. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Blutschuld muss immer voll bezahlt werden. Wovon spreche ich? Ja, mein Gatte Hessarian hätte Andraste einen schnellen Tod bereitet. Ich ließ ihn schwören, sie öffentlich hinrichten zu lassen, zusammen mit ihren Feldherren, auf das alle die Macht des Reiches erkannten. Ich bin Gerechtigkeit. Ich bin die Rache. Blut kann nur mit Blut vergolten werden. Knochen der Welt strecken sich nach der Umarmung des Himmels, weiß verschleiert, wie eine Braut den Bräutigam begrüßt. Wovon spreche ich? Ja, ich trug Andrastes Asche aus Tevinter bis in die Berge des Ostens, von wo aus sie auf ewig ihres Erbauers Himmel schaut. Ein geeigneteres Grab konnten wir nicht finden. Ein Gift der Seele. Das grausame Gegenstück der Leidenschaft. Aus Liebe erwachsen, bis die Liebe tot daniederliegt. Wovon spreche ich? Ja, Eifersucht trieb mich zum Verrat. Ich war der größte General der Alamari. Aber verglichen mit ihr war ich ein Nichts. Hunderte fielen vor ihr auf die Knie. Sie liebten sie, genau wie der Erbauer. Auch ich liebte sie, aber was ist schon ein Mann, verglichen mit einem Gott?
Sie schwingt das zerbrochene Schwert, trennt wahre Könige von Tyrannen. Wovon spreche ich? Ja, ich konnte Andrastes Leid nicht mehr mit ansehen und habe ihr Leben aus Gnade beendet. Ich bin der reumütige Sünder, der Mitgefühl beweist, in der Hoffnung, dass es auch ihm entgegengebracht wird. Keiner hat es gesehen, doch jeder kennt es. Leichter als Luft, schärfer als jedes Schwert. Kommt aus dem Nichts und fällt doch die stärksten Armeen. Wovon spreche ich? Ja, Hunger war die stärkste Waffe gegen die bösen Männer des Reichs von Tevinter. Der Erbauer entzündete die Flamme der Sonne und verbrannte das Land. Das Korn verdorrte, die Armeen konnten nicht marschieren. Dann öffnete er die Schleusen des Himmels und spülte ihre Verkommenheit fort. Ich bin Kaffer, Jünger von Andraste und Feldherr ihrer Armeen. Ich war Zeuge dieser Ereignisse und wusste, der Erbauer lächelte auf uns herab. Hey, was geht? Ach nein, dann wohl nur eine Erinnerung aus deinem Kopf, was? Ist ja auch egal. Wir waren dir nie wichtig, weil du ja zu größeren Berufen warst. Oben, an der Oberfläche. Aber so läuft's nun mal, richtig? Du kannst dir Gedanken an die Vergangenheit gar nicht leisten. Du musst nach vorne schauen. Ich bin stolz auf dich, weil du den Schritt gegangen bist. Hier. Das hier habe ich gefunden und ich brauch's nicht. Du wirst schon was damit anfangen können. Leb wohl und denk mal an mich.